Was versteht man eigentlich genau unter dem SCR-Verfahren bzw. AdBlue? Da der normale Oxidationskatalysator nur Kohlenstoffmonoxide und unverbrannte Kohlenwasserstoffe reduziert und nicht die schädlichen Stickoxide, benötigt man zusätzlich noch ein weiteres Verfahren. Dieses Verfahren heißt SCR-Verfahren. Das SCR-Verfahren, übersetzt Selective Catalytic Reduction, ist in modernen Autos mit Dieselmotor dafür zuständig, den Ausstoß der für den menschlichen Körper schädlichen Stickoxide zu verringern. Hierzu wird ein Reduktionsmittel, AdBlue, in den Abgasstrom zwischen den Oxidationskatalysator und den SCR-Katalysator eingespritzt. Das Reduktionsmittel besteht aus 32,5% Harnstoff und 67,5% demineralisiertem Wasser. Was viele nicht wissen: Die Herstellung von AdBlue ist nicht CO2-neutral. Für einen Liter AdBlue wird ungefähr 1 Kilogramm Erdgas benötigt. Wie so oft gibt es also auch hier Licht und Schatten. Das Reduktionsmittel wird im Übrigen auch teilweise als DEF, Diesel Exhaust Fluid, bezeichnet. In Deutschland ist es aber praktisch ausschließlich als AdBlue bekannt. Der Deutsche Verband der Automobilindustrie hat sich den Begriff AdBlue schützen lassen. Alle Lizenznehmer müssen AdBlue nach den Qualitätskriterien des ISO 22241-1 Standards produzieren. Was bewirkt nun das AdBlue im Abgas? Ab ca. 170 Grad findet innerhalb des SCR-Katalysators eine chemische Reaktion des Reduktionsmittels AdBlue statt. Das Mittel reagiert mit dem sogenannten Washcoat des Katalysators. Der Washcoat besteht aus Edelmetallverbindungen wie Titandioxid, Wolframdioxid oder Vanadiumpentoxid. Der Prozess setzt Ammoniak frei. Das freigesetzte Ammoniak reagiert jetzt mit den im Dieselabgas erhaltenen Stickstoffmonoxiden und Stickstoffdioxiden und reduziert diese zu Stickstoff und Wasser. Eine bis zu 80-prozentige Reduktion der Stickoxide ist mit diesem Verfahren zu erwarten. Ist AdBlue schädlich für uns? AdBlue ist nicht giftig und hat keinen starken Eigengeruch. Trotzdem sollte der Hautkontakt vermieden werden. Sollte AdBlue austreten, kristallisiert es innerhalb kürzester Zeit und man kann es mit einfachem Wasser problem- und rückstandslos entfernen. Um die Umwelt zu schützen, muss das Einspritzen der Harnstofflösung sehr präzise berechnet werden. Der Grund: Durch das Einspritzen wird an der Katalysatoroberfläche aus der nicht schädlichen Harnstoffmischung giftiges Ammoniak.